Schönen guten Tag. Mein Name ist Giuseppe Aiello und ich bin Berater bei der DRC GmbH. Ich werde Ihnen heute die Prüfmittelverwaltung mit SAP zeigen. Generell erstmal zur Ausgangssituation. Es ist aktuell so, dass viele Unternehmen die Prüfmittelverwaltung noch ganz klassisch mit Stift und Papier, sage ich mal, betreiben. Also es wird in der Regel mehrere Excel-Files geführt mit Listen der Prüfmittel und deren Kalibrierungstermine. Dies ist teilweise sehr aufwendig, erfordert redundante Datenführung und ist auch teilweise fehleranfällig. Bei überfälligen Terminen oder vergessenen Eingaben gibt es von Excel beispielsweise auch keine Meldung, die besagt, ich muss hier noch den Standort etc. eintragen. Also genauer gesagt, es gibt keine Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssen. Was auch in Excel sehr schwer möglich ist darzustellen, ist ein Belegfluss zu einem Prüfmittel zu hinterlegen. Sprich zu sehen, welcher Auftrag, welches Prüflos, welcher Plan oder auch wie sind die Kosten zur Prüfung, die da entstanden sind. Wenn Sie SAP ERP bereits im Einsatz haben, kann man die Prüfmittelverwaltung optimieren und in SAP umsetzen, ohne jegliche Lizenzkosten, da die Prüfmittelverwaltung in den Modulen PM und QM integriert ist. Und wie das Ganze integriert ist, zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie. Der Prozess basiert hauptsächlich auf den Modulen PM und QM. PM, also die Instandhaltung, ist für die Planung der Auftragsbearbeitung zuständig und das Modul QM, Qualitätsmanagement, ist für die Erfassung und Bewertung der Prüf- und Messergebnisse zuständig. Zentrales Objekt der Prüfmittelverwaltung ist der Wartungsplan. Dieser beinhaltet das zu prüfende Equipment, die Terminierungsparameter und den Prüfplan. Alle Informationen werden dann konzentriert im Wartungsplan und lösen einen Kalibrierauftrag aus. Zeitgleich erzeugt das System ein Prüflos mit Prüfmerkmalen. Nach der erfolgreichen Ergebniserfassung und Verwendungsentscheid wird dann der entsprechende Status im Equipment gesetzt. Hier der Bereich mit dem Modul MM beschreibt die externe Kalibrierung, also wenn extern eine Dienstleistung beschafft ist. Auch dies ist generell im Standard möglich. So kann vom System dann eine Bestellanforderung erzeugt werden, woraus dann eine Bestellung resultiert. Ich habe den Prozess in unserem System simuliert und werde Ihnen jetzt an unserem System zeigen, wie diese Objekte aussehen, was dort auch möglich ist. Ich war so frei und bin direkt mal in die Transaktion IP03, also Wartungsplan anzeigen, eingestiegen. Hier sieht man jetzt einen von mir vorbereiteten Wartungsplan. Hier die obere Ebene, das ist der Wartungsplankopf. Da sieht man, dass jeder Wartungsplan eine eindeutige ID hat und eine Bezeichnung. Darunter sieht man die Terminierungsparameter. Da kann man einstellen, ob es Auswirkungen von verspäteter oder verfrühter Kalibrierung hat. Man kann die Abrufsteuerung einstellen, also das heißt, wann ein Kalibrierauftrag im Vorfeld generiert werden soll, zum Beispiel hier jetzt 30 Tage im Voraus. Dann gibt es hier noch die Terminierungskennzeichen. Da sagt man dem System, ob Sie nach einem Fabrikkalender arbeiten oder ob Sie die Terminierung stichtagsgenau wünschen. Und hier im mittleren Bereich befindet sich das Bezugsobjekt. Das sieht man jetzt hier generell direkt hier das Equipment, das ich vorher angelegt habe. Und hier die Bezeichnung dazu. Im unteren Bereich befinden sich dann die Planungsdaten. Diese legen fest, wer für die Kalibrierung zuständig ist, wo diese ausgeführt wird und um welchen Auftrag es sich dabei handelt. So sieht man hier im Werk 2000. Das Ganze ist dann ein Kalibrierauftrag. Hier ist die Planergruppe, kann man optional noch hinterlegen und welche Leistungsart das Ganze am besten beschreibt.
Damit möchte ich jetzt gern zu diesem Bezug zum Objekt genauer betrachten und zeige Ihnen, wie man direkt dann hier vom Wartungsplan in das Equipment reinspringt. Mit einem einfachen Doppelklick konnte ich jetzt hier direkt das Equipment aufrufen und dann sehe ich hier auf der Kopfebene die ID des Equipments, dann die Bezeichnung, wie eben angesprochen, Messschieber, dann gibt es hier einen Systemstatus und einen Anwenderstatus. Der Systemstatus wird immer automatisch vom System vergeben und der Anwenderstatus kann über Customizing festgelegt werden. So kann ein Unternehmen je nach Wunsch diverse Status da einbauen. Hier im unteren Bereich sieht man dann weitere Daten. Also diese Reiter sind verschiedene Sichten, die man komplett kundenindividuell anpassen kann. Zum Beispiel gibt es hier den Reiter allgemein, da gibt es einen internen Vermerk, habe ich jetzt mal willkürlich was eingetragen. Dann gibt es hier die allgemeinen Daten zum Equipment, was für ein Objekt, welche Berechtigungsgruppe, da kann man hier noch Daten wie Gewicht, Größe, Anschaffungswert etc. eintragen. Auf dem Reiter Standort beispielsweise wird beschrieben, wo sich das Equipment befindet, in welchem Werk, Gebäude, Büro etc. Also wie gesagt, diese Reiter sind alle anpassbar. Man kann Felder einblenden, Felder ausblenden. Wenn Sie jetzt sagen, da sind viel zu viele Felder, die ich gar nicht benötige, ist dies kein Problem. Man könnte auch Felder als Mussfelder deklarieren. Das bietet dann den Vorteil, den ich eben schon angesprochen habe, dass keine Eingaben vergessen werden und alle benötigten Informationen immer eingetragen sind. Hier oben links auf dem Reiter Dienste zum Objekt könnte man dann noch Bilder oder Dokumente zum Prüfmittel hinterlegen. Generell lässt sich natürlich sagen, dass die Equipmentakte im Standard genutzt werden kann, aber man hat durch Customizing auch die Möglichkeit, diese individuell auf die Kundenwünsche anzupassen. Damit möchte ich jetzt nun zum Prüfplan der Anleitung übergehen. Dazu rufe ich dann die Transaktion IA07 auf. Gebe dort die Plangruppennummer ein und wähle die Anleitung, die ich im Vorfeld angelegt habe, aus. Gehe dort dann auf die Kopfdaten und erkläre Ihnen diese. Hier oben sind dann Prüfplanbezeichnungen, das sind in diesem Fall Anleitung PMV03. Da kann man natürlich auch sprechende Bezeichnungen verwenden. Dies ist jetzt halt nur ein von mir angelegtes Beispiel. Auf der mittleren Ebene sieht man die Zuordnung und den Status. Also hier für welchen Arbeitsplatz, welche Planverwendung gibt es. Und man sieht, dass dieser Plan freigegeben ist. Und hier auf der unteren Ebene gibt es die Verknüpfung zum QM. Wie zu Beginn gesagt, basiert die Prüfmittelverwaltung auf den Modulen PM, also der Instandhaltung und QM. Und hierüber werden die QM-Daten und die Verbindung zwischen den beiden Modulen gesetzt. PM ist der Bestandteil, der, wie gesagt, für die Auftragsabwicklung zuständig ist und QM übernimmt den Bereich der Prüfung und Bewertung. Als nächstes zeige ich Ihnen den von mir vorbereiteten Vorgang dieser Anleitung. Dafür klicke ich hier oben auf das Symbol Vorgang und sehe jetzt hier Kalibriervorgang. Hier gibt es dann auch eine Vorgangsbezeichnung, Kalibrierung in dem Fall. Und hier hinter dem Vorgang kann man auch noch die benötigte Arbeitszeit hinterlegen. Wenn man im System dann noch Stundensätze hinterlegt hat, kann man diese durch diese Parameter auch die Kosten zuweisen und später durch Kontierungsobjekte abrechnen. Hier unten, wenn ich den Vorgang jetzt markiere, kann ich über FHM Fertigungshilfsmittel zuordnen. Hier sehen Sie zum Beispiel, habe ich hier ein Material, das für die Kalibrierung benötigt wird, hinterlegt. Das hat die Materialnummer 57 und hier habe ich noch ein Equipment Typ E hinterlegt, das auch für die Kalibrierung notwendig ist. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe
Zum Vorgangsübersicht kann ich auch noch zeigen, wie man die Prüfmerkmale zum Vorgang hinterlegt. Und das sieht man, da habe ich jetzt drei Stammprüfmerkmale hinterlegt. Zum einen das Messschieber-Innenmaß, Messschieber-Außenmaß und dann noch ein qualitatives Merkmal, das ein Kalibrierprotokoll erfordert. Im nächsten Schritt zeige ich Ihnen, wie die Terminierung dieser Parameter funktioniert. Dazu rufe ich die Transaktion IP10 auf. Das ist die manuelle Terminierung des Wartungsplans. Gebe hier die zugehörige Wartungsplannummer ein und sehe jetzt hier, dass ich diesen ganzen schon terminiert habe. Ich habe eingestellt, dass halbjährlich geprüft werden soll. Dann sieht man hier immer den Plandatum und hier eigentlich das Abrufdatum, aber da ich diese erste Terminierung bereits durchgeführt habe, sieht man hier das Erledigungsdatum, das war der 8.8. und sieht dann hier auch noch, dass es eine Ist-Abweichung gibt und zwar habe ich das Ganze 24 Tage früher gemacht. Durch die Terminierungsparameter im Wartungsplan hat man hier dann natürlich festgelegt, wie weit im Voraus terminiert werden soll. So könnte ich auch natürlich schon für 5 Jahre im Voraus die Terminierungsliste sehen, aber ich habe angegeben für die nächsten 25 Monate. So sehe ich dann die nächsten Termine der nächsten 2 Jahre. In der Praxis würde man oft hier einen Job laufen lassen, das wäre dann eine andere Transaktion. So wird diese Terminierung dann automatisch vom System per Job dann halt durchgeführt. Aber es besteht auch die Möglichkeit, das Ganze manuell zu terminieren. Das habe ich Ihnen ja jetzt gezeigt. Da würde man hier einfach den Zyklus starten. Habe ich ja bereits im Vorfeld durchgeführt und dann würden die Wartungen terminiert werden. Des Öfteren kommt auch eine Frage nach einer Liste, wo man die offenen Aufträge sieht. Da habe ich auch mal eine Liste, die ich Ihnen gerne zeigen würde. Das ist die Transaktion IW38. Lasse ich mir die Aufträge vom 1.8. bis 30.9. anzeigen, gebe ich dann hier ein. Und scrolle ans Ende und stelle da noch einen Monitor ein. Was das auswirkt, zeige ich Ihnen gleich. So, dann sieht man hier diese Übersicht. Der von mir eingestellte Monitor ist diese Spalte. Da sieht man dann anhand einer Ampel, was überfällig ist oder hier grün, was noch Zeit hat bzw. schon durchgeführt wurde. Da ich eben noch schon abgeschlossen auch noch angeklickt habe. Also diese Ampelfunktion ist immer ganz schön anzusehen und zeigt jetzt hier, waren einige Kalibrierungen, die alle am 8.8. überfällig gewesen wäre. Aber der zuständige Mitarbeiter hat diese noch nicht durchgeführt und deswegen ist das hier noch auf Rot. Hier oben in der Kopfzeile sieht man verschiedene Symbole. Genauer eingehen möchte ich noch vielleicht auf diese grüne Flagge hier. Damit hat man die Möglichkeit, eine Art Sammelbearbeitung durchzuführen. Zum Beispiel, wenn man mehrere Aufträge gleichzeitig durchführen, also bearbeiten, dann markiert man diese und gibt sie über die grüne Flagge frei. Ich werde aber Ihnen jetzt mal den von mir vorbereiteten Auftrag anzeigen. Das ist dieser Auftrag. So sieht dann dieser Kalibrierauftrag im System aus. Hier sieht man dann den Kopfbereich dieses Auftrags. Da gibt es die Auftragsnummer, die Bezeichnung und auch den Systemstatus. Vielleicht öffne ich kurz mal den Systemstatus. Da sieht man jetzt, dass dieser Auftrag bereits technisch abgeschlossen ist, weil ich ihn ja am 8.8. bereits durchgeführt habe. Ich habe ihn teilweise zurückgemeldet. Ein Prüffluss wurde zugeordnet. Und noch ein, zwei andere Status, die vielleicht für Sie relevant wären. Hier gibt es auch eine Verknüpfung zum Prüffluss. So klicke ich auf diese Schaltfläche. Und komme direkt in das relevante Prüflos, also das Prüflos zur Prüfung bzw. zur Kalibrierung.
Hier sieht man dann jetzt nochmal die Merkmale, die geprüft wurden. Das sind genau eben diese Merkmale, die ich eben im Plan zugeordnet habe. Zum Beispiel das Innenmaß und hier auch das genaue Ergebnis und die Bewertung. Es wurde alles angenommen, weil die Werte in der Toleranz lagen und auch das Kalibrierprotokoll lag vor und war den Anforderungen entsprechend. Hier unten sieht man auch noch den Verwendungsentscheid. Das Ganze wurde mit Annahme bewertet und es wurde auch eine Folgeaktion durch den Verwendungsentscheid ausgelöst. Ich jetzt nochmal zurückgehe zum Auftrag. So, kann ich Ihnen sagen, hier in diesem Kalibrierauftrag hat man alle Informationen gebündelt, die aus den Objekten Anleitung, Equipment stammen und Wartungsplan entstehen. Also man sieht das Bezugsobjekt, genauer gesagt das Equipment sieht man hier auf dieser Ebene. Man hat eine Übersicht über die Kosten, wenn man diese erfassen will. Wenn man natürlich muss man dafür gewisse Kostenstellen hinterlegen und Leistungsarten. Man hat dieser Auftrag, sieht man dann, welche Vorgänge erzeugt wurden. Das war jetzt in meinem Fall nur ein Vorgang mit der Bezeichnung Kalibrierung. Und man hat noch diverse andere Reiter und Möglichkeiten, Informationen sich hier anzeigen zu lassen. Der zu Beginn von mir angesprochene Belegfluss findet sich hier oben. Der ist jetzt bei mir relativ rudimentär aufgebaut. Da sieht man aber alle Belege, die zu diesem Prüfmittel erzeugt wurden. Das ist zum einen der Wartungsplan, der Auftrag, mit welchem Vorgang und hier auch die Rückmeldung, die ich Ihnen jetzt nicht im Detail gezeigt habe. Das Ganze, was ich jetzt am System gezeigt habe, habe ich jetzt hier nochmal auf einer Folie zusammengefasst und gehe nochmal kurz zusammenfassen mit Ihnen durch. Also in der Regel beginnt das Ganze dann hier. Und zwar läuft ein Job, der überprüft, ob geplante Wartungen oder Kalibrierungen fällig sind. Wenn dies nicht der Fall ist, ist das Ganze natürlich hier in einem Kreislauf. Bei Ja wird vom System ein Auftrag, ein Kalibrierauftrag generiert und gleichzeitig auch ein Prüflos. Wie eben bereits angesprochen, kann man hier auch das Ganze mit einer externen Kalibrierung noch verknüpfen, aber dies hatte ich jetzt in meiner Demo nicht gezeigt und deswegen ist hier auch etwas ausgegraut. Also, wenn man dann einen Prüflos hat, erfasst man die Prüfergebnisse, die man gemessen hat bei der Kalibrierung, trifft den Verwendungsentscheid. Und idealerweise ist da alles in Ordnung. Man meldet den Auftrag zurück und schließt ihn ab. Wenn beim Verwendungsentscheid natürlich gewisse Probleme aufgetreten sind, also bei der Ergebniserfassung und Werte nicht innerhalb der Toleranzen gelegen haben, kann man das Prüfmittel sperren und kann am Verwendungsentscheid gewisse Folgeaktionen knüpfen, wie zum Beispiel einen Reparatur- oder Ersatzauftrag. Jetzt nochmal das Ganze als Resümee. Was bietet die Prüfmittelverwaltung mit SAP ECC? Also es gibt eine Vollintegration in die SAP-ERP-Module, wie jetzt gezeigt PM, QM, auch MM. Es gibt eine systemgeschützte Terminüberwachung, die mir jederzeit ermöglicht, alles einzusehen und auch anzeigt, was überfällig ist. Man kann natürlich auch komplexe Prüfstrategien abbilden. Ich habe das Ganze jetzt in dem Beispiel etwas vereinfacht dargestellt, aber auch wenn Sie komplexe Prüfstrategien haben, könnte man diese in SAP umsetzen. Es gibt eine Einsatz- und Ergebnishistorie zu jedem Prüfmittel. Also wenn Sie mal wissen wollen, was war mit diesem Prüfmittel, wann wurde es geprüft oder gab es Probleme dabei, können Sie dies alles natürlich im System einsehen. Man hat die Möglichkeit natürlich auch kundenspezifische Anpassungen bzw. Erweiterungen durchzuführen. Dies ist möglich, aber wie gesagt, sag ich mal, zur Nutzung nicht unbedingt nötig. Was ein großer Vorteil auch ist, ist, dass keine Zusatzsoftware notwendig ist. Also Sie haben alles integriert in einem System und es entstehen Ihnen dabei keine weiteren Lizenzkosten, da alles bereits in der SAP Standardauslieferung enthalten ist.
Und hier unten habe ich noch den kleinen Verweis, wenn Sie noch weitere Fragen haben oder Informationen zu diesem Thema wünschen, suchen Sie bitte den Kontakt über unsere Homepage. Damit möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.